Mit den Bombern versucht CIG, ein Element der Spannung zu schaffen. Es gibt eine Offensiv- und eine Defensivstrategie. Bomben sind ein Statement für den Ort, an dem die Schlacht beginnen kann. Wenn man also zu einem Ort reist und ein paar Freunde mitbringt, dann möchte CIG, dass die Spieler in der Lage sind, diesen Ort anzugreifen, damit sie einen Grund haben, ihn später zu verteidigen. Aber es gibt auch die NPC-Seite. Wie wir wissen, sind um Bunker herum Waffenplattformen installiert, die mit Geschützen oder Raketen feuern. Und das kann ziemlich effektiv sein, um Spieler fernzuhalten, aber CIG will dem etwas entgegensetzen. Und die Art und Weise, wie man dem etwas entgegensetzen kann, ist eine sehr große Bombe, die einige dieser Verteidigungsanlagen zerstört kann und den Spielern einen weiteren Vorteil verschafft, nämlich man kann sein großes Schiff nehmen, die Verteidigungsanlagen bombardieren und dann einige seiner kleineren Schiffe benutzen, um eine Position einzunehmen oder um einen Bunker zu stürmen. CIG wollte, dass die Bomben eine wirklich große Wirkung haben. Sie wollten ein großes Schiff, das eine große Bombe tragen konnte, die A2 mit Bomben der Größe 10. Aber sie wollten keine gelenkte Bombe oder etwas Ähnliches, kein Hightech-Steuerungssystem. Stattdessen möchten sie, dass man trotz dieser gewaltigen, mächtigen Bombe etwas Geschick und Erfahrung haben muss, um damit sein Ziel zu treffen. Also haben sie für das Bombardieren einen Operator-Modus entwickelt, der dem Missile-Operator-Mode sehr ähnlich ist. Die Spieler bekommen also ein Bomben-UI. Man hat den visuellen Raum vor sich, der es einem erlaubt, zu sehen, wo die Bombe fallen wird, wenn man sie an einem beliebigen Punkt ausklingt. Aber Star Citizen bietet auch die Option, einen Referenzpunkt zu erstellen. Und das wird es der UI im Cockpit selbst ermöglichen, uns zu sagen, wohin wir fliegen sollen. Wenn man dann auf diesen Punkt zufliegt, zeigt es einem an, ob man beschleunigen, sich nach links oder rechts bewegen muss. Und wenn man sich darauf zubewegt, sieht man einen Kreis, der einem den Referenzpunkt anzeigt, an dem man die Bombe fallen lassen kann. Wenn man es dann richtig macht und das Timing stimmt, abhängig von der Physik und davon, ob es Wind gibt oder irgendeinen anderen beeinflussenden Faktor, wird die Bombe innerhalb dieses Punktes fallen, auf den man sich bezogen hat. Aber in einigen zukünftigen Patches plant CIG die Unterstützung einer kompletten Bomben-Operator-Station auf der A2. Dies kann Dinge wie eine ferngesteuerte Kamera beinhalten, die auf die fallende Bombe hinabblickt, was hoffentlich den Vorteil vom Piloten, der die Bombe kontrolliert, zum Bombing-Operator verlagert. Denn CIG möchte, dass die Leute diese spezifischen Rollen auf den Schiffen einnehmen. Und das macht wirklich einen Unterschied zum Alles-in-einer-Hand-Gameplay. Selbst wenn man sich nicht im Explosionsradius der Bombe befindet, hat man immer noch die Chance, Spieler in der Nähe der Explosion selbst zu verletzen. Ihr müsst also sehr vorsichtig sein, denn der Radius ist ziemlich groß. Setzt euch also hin, schnallt euch an und habt viel Spaß dabei, Sachen in die Luft zu jagen. Die erste Iteration des Bombing-Gameplays zielt darauf ab, die kommende Hercules A2 mit ihrem vorgesehenen Gameplay-Feature zu versehen. Und wie alle Features wird CIG es mit Hilfe von Tests und eurem Feedback weiterentwickeln, bevor das Feature auf andere für dieses Gameplay vorgesehene Raumschiffe ausgeweitet wird. Und wo wir gerade von der Hercules A2 sprechen, die wird im kommenden Patch Alpha 3.15 erscheinen. Nehmen wir uns also die letzten Minuten der letzten Inside Star Citizen Folge dieses Quartals, um noch einmal einen Blick darauf zu werfen, was im Oktober alles seinen Weg in das Persistent Universe findet. Let's begin right at the very top of the list. Ganz oben auf der Liste angefangen, Alpha 3.15 ist mehr als nur ein weiterer vierteljährlicher Patch. Wenn dieser Patch erscheint, wird er der bisher größte Schritt zur Verwirklichung der Vision der Death of a Spaceman, Tod eines Raumfahrers-Mechanik sein, die zu Beginn der Crowdfunding-Kampagne formuliert wurde. Und das beginnt nun mit der ersten Iteration des Heilungs-Gameplays, Healing Tier Zero.
Und das wiederum startet mit dem Downstate. Nicht mehr jede Beule und jeder Kratzer, den sich Spieler zuziehen, wird direkt den Ingame-Tod bedeuten. Diese Downstates ermöglichen und fördern das Gruppengameplay, sodass die Spieler sich gegenseitig im Kampf helfen und diese schwer verletzten Spieler am Leben halten können, bis sie medizinische Hilfe erhalten. Und wenn diese verletzten Spieler schließlich abgeholt und zum Raumschiff RTW gebracht werden sollen, entdecken diese Spieler vielleicht neue Verletzungen wie gebrochene Arme und Beine, die ihre Fähigkeiten zu fliegen einschränken oder anderweitige Möglichkeiten, sich im Spiel fortzubewegen, beeinträchtigen. Und hier kommt der Namensgeber des Features ins Spiel, der Spielern und NPCs gleichermaßen Heilung verschaffen kann. Das wird eine große Veränderung für das Leben im Verse sein. Sicherlich keine, die das Leben unserer raumfahrenden Abenteurer einfacher macht. Aber diese Herausforderung und andere, die noch kommen werden, sollten am Ende zu einem komplexeren und lohnenderem Spielerlebnis für alle führen. Apropos herausfordernde Erfahrungen. Das neue Inventar ist da. Mit der Abschaffung des globalen Inventars und der Einführung des lokalen Inventars, des Fahrzeuginventars, des externen Inventars und des persönlichen Inventars waren die Planung, die Überlegungen und letztendlich die Entscheidungen, die wir als Spieler treffen, noch nie so wichtig und einflussreich für unser Spielerlebnis. Wie sieht mein Vorrat auf Hurston aus? Habe ich auf Microtech genügend Munition, um das zu tun, was ich tun will? Auf welchem Planeten habe ich mein Multitool gelassen? Oh, habe ich meine Schlüssel hier drin gelassen? Wie bei der Heilung rücken nun taktische Entscheidungen in den Vordergrund des Lebens im Persistent Universe. Und dazwischen wird die Frage, wen und was man mit sich führt, zur entscheidenden Frage vor jeder Mission und jedem Abenteuer. Mit Alpha 3.15 kommen aber noch zwei weitere Features hinzu, die euch bei der Inventarisierung helfen. Die erste ist der Knickknacks Asset Manager, der Schnickschnack oder Krimskrams Asset Manager, der euch dabei hilft, den Überblick zu behalten, wo alles, was ihr im Verse habt, versteckt ist oder sich befindet. Und die Loot Generation, die euch hilft, wenn ihr euch allein in der kargen Einöde von Hurston oder der herrlichen Trostlosigkeit von Yela befindet. Die Loot Generation arbeitet nämlich mit dem externen Inventarsystem zusammen, um den Spielern mehr Belohnung für ihr erhöhtes Risiko im Spiel zu geben. Und es ist nur eine weitere Möglichkeit, wie Alpha 3.15 das tägliche Leben im Persistent Universe von nun an umgestalten will. Und wenn wir von erhöhtem Risiko im Spiel sprechen, müssen wir die neuen Infiltrations- und Verteidigungsmissionen mit neuen, taktisch basierten Zielen erwähnen, wie zum Beispiel das Umgehen von Sicherheitsinstallationen oder dass angreifende Spieler keine Verteidiger töten dürfen oder klassische Verteidigungsmissionsziele wie das Zurückschlagen aller Wellen oder das Verhindern der Zerstörung eines Gegenstands oder des Tötens einer Person. Diese neuen Missionstypen verfügen über eine Vielzahl von Modifikatoren, um für Abwechslung zu sorgen und werden sich über ihre anfängliche Implementierung in der kommenden Alpha 3.15 hinaus weiterentwickeln. Wenn euch das erhöhte Risiko auf dem Schlachtfeld nicht zusagt, könnt ihr euch natürlich auch mit der neuen Hercules A2 von Crusader Industries in die Lüfte schwingen. Dieses Raumschiff ist das erste seiner Art, das die bereits vorhin vorgestellte neue Bombenmechanik nutzt, um aus sicherer Höhe Tod und Zerstörung über das Chaos unter euch zu bringen. In 3.15 schließt die A2 sich der C2 und M2 an und vervollständigt so die Hercules-Reihe der atemberaubenden Riesenmonsterschiffe von Crusader Industries. Wie sicher die Hercules in der Luft ist, hängt natürlich von zwei weiteren Schiffen ab, die später im Alpha 3.15-Patch-Zyklus erscheinen, darunter die Ares Starfighter und die Redeemer. Egal ob ihr angreift oder verteidigt, diese Schiffe werden mit Sicherheit für Ärger sorgen, wenn sie eintreffen, und wir werden mehr über sie erfahren, wenn wir uns ihrer geplanten Veröffentlichung während der Intergalactic Aerospace Expo von Alpha 3.15 nähern. Außerhalb des Präzisionsuniversums oder vielleicht tief drinnen im fiktiven Spiel erhält die Broken Moon Map im Arena Commander eine Überarbeitung mit neuen Technologien und Funktionen, die seit der ersten Einführung des Originals online gegangen sind. Dazu gehören eine vielfältigere und umfangreichere Map und eine verbesserte Ergebnisanzeige, die ebenfalls in Building Blocks erstellt wurde, um eine schnellere Leistung und bessere Wartungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Of course, back in the Persistent Universe,
Kommen wir zu den neuen Locations in Alpha 3.15. Hier haben wir den neuen Crusader Showroom auf Orison, dem Kronjuwel-Schaufenster des gesamten Crusader-Schiffs-Line-Ups, wo ihr die Mercury und Hercules sofort mitnehmen könnt, die Aries, wenn sie später in Alpha 3.15 online kommt, und dann eines Tages Jared's und mein Lieblingsschiff in der Galaxie, die Genesis Starliner. Andererseits, wer hortet schon Raumschiffe auf Vorrat? Und hier kommt Cousin Crows ins Spiel, ebenfalls neu auf Orison, wo die Spieler die Möglichkeit haben, ihre Raumschiffe nach Belieben anzupassen und mit Komponenten und Libraries aufzurüsten. Willkommen im Verse, Cousin Crows. Außerdem gibt es in und ab Alpha 3.15 eine Vielzahl von Krankenhäusern und Weltraumkliniken, die die Spieler wieder zusammenflicken, wenn das Schlimmste passiert ist. Das beinhaltet auch neue Orte auf Crusader, Microtech, Grimhex und eine Vielzahl kleinerer Einrichtungen und Raumstationen im gesamten Stanton-System. Und das ist alles für das Inside Star Citizen in diesem Quartal, während CRG sich auf die 3.16 Shows vorbereitet und vor allem auf die kommende Digital Citizen Con am 9. Oktober, die ihr gemeinsam gucken könnt mit PsychShot auf PsychShots Twitch-Kanal www.twitch.tv/PsychShot. Da sind Panier und ich mit dabei. Ich schätze mal, dass es ab 15, 16 Uhr mit dem Stream losgeht. Genau weiß ich das noch nicht. Schaut auf jeden Fall auf den Kalender auf Twitch, auf PsychShots Kanal vorbei. Und Faxi, der gute Stefan, streamt auch. Hier sind unter anderem Jimmy und Danny und Mitch zu Besuch. Und im Anschluss an die CitizenCon werden wir uns nochmal alle gemeinsam dann zusammensetzen und über unsere Eindrücke der CitizenCon dann erzählen. Es wird auf jeden Fall ein langer Stream. Ich freue mich schon sehr und bin gespannt, was uns dort erwartet und was uns vorgestellt wird. Und würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, wenn wir zusammen die CitizenCon schauen können. Für Fragen und Antworten sind wir da. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt verbleibe ich erstmal an dieser Stelle mit lieben Grüßen, wünsche euch allen ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Wochenende zur Digital Citizen Con. Ich freue mich bis dahin. Tschüss.